von der Frau getrennt, seine Kinder sind nicht mehr da, aus der Stadt vertrieben und von den eigenen Landsleuten geschlagen. Moist driftet ab und alte Weggefährte packen jetzt aus. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Es ist die schlimmste Zeit, die der YouTube-Rapper Moist aktuell durchmacht. Lange genug hat er geschwiegen, doch nun bestätigt er seine Trennung. Selbst seine Ehefrau bemerkt die Veränderung von Moist und hat ein paar Sätze dazu verfasst. When somehow families divorce and father don't likes mother, mother don't likes father, and for me this mother will always be the mother of my child. Vor einigen Tagen behauptet Moist, dass seine eigenen Landsleute ihn fast auf dem Gewissen haben. Sie locken ihn neulich erst in die Falle und später kassiert er. Nachdem Manuelsen sich Sorgen um seinen alten Rap-Kollegen macht und ein Statement veröffentlicht, gibt es nun einen Ex-Keller-Member, der auch einiges loswerden will. Er behauptet, dass er aus Dortmund vertrieben wurde und momentan in Holland untergetaucht ist. Außerdem droht er Moist mit Schlägen, falls er ihn erwischen sollte. Doch während viele sich Gedanken machen wegen dem YouTube-Rapper, ist er mit neuen Tattoos, seinem neuen Lifestyle und Konsum beschäftigt. Eigentlich kann dieser Mensch einen nur leid tun, weil das, was ihm widerfahren ist, wünsche ich nicht mal meinen schlimmsten Feind. Auf jeden Fall, der Typ begeht irgendwelche Rituale, versucht irgendeinen Sachar auf Menschen zu machen. Und das sind halt Sachen, die ich euch mitgeben kann, die ich zu 100% weiß. Ich weiß nicht, ob der seine Seele an den Teufel verkauft hat oder sich von dem Teufel ficken lässt. Auf jeden Fall kann ich euch nur ans Herz legen, haltet euch fern von diesen Menschen, weil das, was er von sich gibt und das, was ihr vielleicht in der Öffentlichkeit nicht mitkriegt, das ist alles andere als schön. Und ich vermute, dass er euch das Ganze als Sozialexperiment verkaufen wollen wird, wie Ryan Garcia. Aber du bist kein Ryan Garcia. Du bist einfach nur eine verlorene Seele, die dringend Hilfe braucht. Und ja. Und zu guter Letzt, wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen sollten, Dortmund-Bochum ist ja nicht weit, du versteckst dich gerade in Holland, stell dich erstmal deinen Leuten. Ich glaube, die haben noch eine offene Rechnung mit dir und dann können wir gern unsere Sachen ausdiskutieren. Dann haue ich dir vielleicht deine Seele aus deinem Körper, wenn du dann noch eine besitzt. In dem Sinne, Grüße gehen raus. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über die Veränderung von Moist und glaubt ihr den Worten von dem Ex-Keller-Member? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.